Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream und der Aufzeichnung. Das, was wir heute haben, ist eine technische Vorlage. Aber das, was jetzt daraus wird, ist natürlich wieder die übliche Schlacht. Und deswegen möchte ich mal versuchen, das rein nüchtern darzustellen. Wir haben auf der Carola-Brücke 1, 2, 3, 4 Autospuren. Wir haben auf der einen Seite stromaufwärts jetzt eine neu gemachte, ich würde mal sagen, ausreichend breiten Geh- und Radweg. Da gehen auch nicht so viele Leute zu Fuß. Wir haben aber auf der stromabwärtigen Seite eine, ich würde mal sagen, miserabel oder inakzeptable Situation für Fußgänger und für Radfahrer. Das ist der sogenannte Roland-Kaiser-Balkon. Dort ist es jetzt sehr eng und es wird ein Stückchen breiter, aber es wird halt eben nicht breit genug. Und nicht nur das, die Fahrradfahrer, wenn sie dann von der Albertstraße kommen, müssen relativ ungemütlich über die Schienen rüber, müssen dann sich wieder auf die Brücke einfädeln. Aber der größte Batzen oder der größte Hammer kommt dann auf der anderen Seite, wenn man an der Synagoge, wenn man geradeaus fährt, landet man im Nichts und man muss eine 90-Grad-Kurve machen, auf die Straßenbahn, die da immer kommt, achten und dann wieder eine 90-Grad-Kurve auf die Straße. Das ist nicht angenehm, das ist nicht gemütlich, das ist keine gute Qualität und das schreckt logischerweise den Radverkehr ab. Und deswegen ist es auch sehr gut. Ich dachte, ich müsste jetzt hier Stadtbezirksbeirats Altstadt zur Beschlussfassung stellen, aber die SPD hat dankenswerterweise das noch in viel schöneren Worten aufgeschrieben, eine Prüfung zu machen. Eine Prüfung, wenn man jetzt sozusagen Sportlerin ist oder Wissenschaftler oder einfach mal, sage ich mal, ehrlich zu sich selber, dann bedeutet eine Prüfung, wir gucken, was passiert. So, es ist keine Vorentscheidung, es ist einfach eine Prüfung, wie sind die Sachen eigentlich? Und dagegen kann doch eigentlich niemand was haben, zu prüfen, ob, wenn wir von der einen Ampel startend bis zu der anderen Ampel über die Brücke eine oder vielleicht wird es ja dann eine Dreiviertel oder eine halbe, wie auch immer, Autospur dem Radverkehr geben. So, das heißt ja nicht geben, sondern der Radverkehr hat ein Recht darauf, eine schöne Verbindung dort zu haben. Und der Radverkehr, das vergessen viele immer, der hat auch ein Wegenetz. Und ein Wegenetz ist wie ein Fischnetz. Wenn das Löcher hat, dann ist das schlecht. In dem Radnetz ist es so, ich fahre bis zu einem gewissen Punkt und dann soll ich was machen. Dann soll ich mich in Luft auflösen oder ich soll irgendwie schieben oder ich soll fliegen oder was weiß ich was. Und irgendwann geht es wieder weiter. Wenn ich so eine Netzlücke habe, dann schreckt das ganz viele Leute davon ab, umzusteigen auf das Fahrrad. Und wenn Menschen Fahrrad fahren, zu Fuß gehen ist vielleicht sogar noch ein bisschen effizienter, so vom Stadtraum gedacht, aber dann ist es die effizienteste Form. FDP müsste doch eigentlich im Selbstverständnis mit Effizienz irgendwas anfangen können. Dann ist das die effizienteste Form, die billigste Form, die preiswerteste Form, die umweltverträglichste Form der Mobilität überhaupt. Noch effizienter und umweltbewusster als ÖPNV und definitiv umweltbewusster, platzsparender als das Auto. Und deswegen sollten wir das prüfen als ein Teil der sogenannten Angebotsplanung für den Radverkehr. Und vielleicht klappt es ja, vielleicht klappt es nicht. Das werden wir dann nach der Prüfung sehen. Am Ende möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Herr Zasso, Ihre Rede habe ich mindestens schon einmal gehört, wenn nicht sogar schon zwei oder dreimal. Natürlich, was Sie halt scheibchenweise sagen, wir können ja nicht in einem Jahr das ganze Straßennetz umbauen. Also es liegt eigentlich in der Natur der Stadtentwicklung, der Verkehrsentwicklung, dass zuerst hier was kommt, da was kommt, da was kommt. Aber jedes Mal, das ist auch eigentlich schon lustig, jedes Mal, wenn irgendwo eine Veränderung im Verkehr ist, dann ist das Geschrei riesengroß. Ja, Herr Zasso hat jetzt auch über die Augustusbrücke gar nichts über den Verkehr gesagt, sondern nur über die Karlsbrücke. Da hat er ja zum Teil sogar recht. Aber hatten wir in den letzten 2,5 Jahren irgendwie einen absoluten Zusammenbruch des Kfz-Verkehrs an der Stelle? Nein, der Verkehr hat sich neu geordnet. Albertstraße, was wurde geredet? Ein Stau und das ist unfassbar und das ist eine Gängelung. Was ist passiert? Gibt es Demonstrationen? Sind die Leute aufgebracht? Gibt es Leserbriefe? Nein, das funktioniert da alles reibungslos. Warum?
Zwei Sekunden, eine Sekunde, weil die Knotenpunkte so geblieben sind, wie sie sind. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns das prüfen. Stimmen Sie dem SPD-Antrag zu. Und dann sehen wir uns hier in anderthalb Jahren mit schönen, ja, von der Verwaltung aufgearbeiteten Ergebnissen. Dankeschön.